Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Altes Live. Diesmal nur mit mir, dem Alex. Ja, denn ich bin hier gerade um 6.49 Uhr morgens unterwegs. Oh ja, hab vor ungefähr einer Stunde hier auf dem Server angefangen. Oder ja, einer Stunde. Ja, einer Stunde, genau. Der Server-Restart war dann zwar nochmal um 6, aber YOLO. Und was ist mein Deal heute? Ich habe $381.000 auf dem Konto. Oh yeah. Und ja, jetzt fliege ich erstmal nach Pyrgos, hole mir mal wieder was zu fressen, denn davon habe ich wenig. Nur 3 Tactical Bacon, das ist zwar noch genug, aber ich habe ja nichts mehr an, ja, nichts mehr an Trinken und so weiter und so fort. Deswegen einmal hier nach Pyrgos und was zu essen holen. Und dann werde ich mich aufmachen nach zum Donator Shop und werde mir dort den Dings holen und werde mir dort einen Hammett holen und damit ein bisschen Koks farmen. Das ist so, was für heute ansteht. Ich habe eben gerade noch 2 Touren Koks mit dem Heli gemacht und das hat mir ja noch die restlichen 80.000 jetzt gebracht. Aktueller Preis ist ungefähr 2.900 pro Kokainbeutelchen oder wie man es immer nennen will. Ja, und das ist quasi das, was ich heute so machen werde. Ja, muss man halt mal gucken. Wir sind jetzt hier wirklich gerade um 7 Uhr morgens. Das ist halt extra seine Zeit, weil wir sind hier gerade Samstag auf Sonntag Nacht, nenne ich es mal. Und wenn wir, ihr seht, oh, jetzt habe ich gerade Nachtsicht gemacht, das war nicht intelligent. Ihr seht aber, hier sind kaum Leute online. Einziger Nachteil ist, es ist leider ein Rekrut online, der auch sehr aktiv ist. Und es sind 3 von Kings online. Aber ansonsten sind es nicht viele Leute. Ich hoffe mal, ich klitsche da so durch und die Kings ficken mich nicht und auch, und vor allem nicht Kings Bro, der ja auch online ist, wie ihr gesehen habt. Genau. Und ja, ich hoffe mal, die machen mich nicht kaputt. Aber ich werde es mit dem Hammett probieren. Wie sieht mein Plan aus? Ich will, Koks fangt eigentlich kaum einer, weil es als relativ unertragreich gilt. Mit Salz zum Beispiel kann man mit dem Hammett viel mehr machen, weil Salz einfach, glaube ich, nur 2 in der unverarbeiteten und 1 Spot in der verarbeiteten Fassung braucht. Und das ist natürlich extrem weniger als wie normal. Wenn das nur so, ja, nur so eben 1 Spot braucht, dann ist das eben in Ordnung. Wie gesagt, Koks habe ich ja auch gerade schon mal gefarmt und da ist eigentlich nicht so viel los. Das ist weder am Koks, wo man es eben holt, noch wo man es eben veredelt. Aber im Truck Dealer könnte man ab und zu ein Bulle auftauchen. Also deswegen werde ich jetzt mit dem Hammett, dann mit den holen erstmal im Donator Shop, nachdem ich mir hier Essen geholt habe. Und werde mir dann im Donator Shop eben den Hammett kaufen. Werde meinen Heli dann aber erst nochmal, dann mache ich dann wahrscheinlich einen kleinen Schnitt für euch, weil es sonst ein bisschen zu langweilig wäre. Macht dann auf jeden Fall noch, ja, werde dann noch erstmal mein Hammett ein bisschen nach vorne fahren, also ein bisschen, ja, ein bisschen nach vorne transportieren. Und dann werde ich noch erstmal mein Heli wegbringen. Das heißt, mein Heli werde ich dahin positionieren, wo ich ihn haben will. Und zwar, das zeige ich euch gerade mal, bevor ich hier lande. Hier oben ist das Kokainfeld. Hier unten ist der Kokain Progressing. Die ganze Strecke muss ich fahren. Deswegen ist es auch als etwas unertragreich quasi angezeigt. Weil eben, ja, das eine relativ große Distanz ist. Es ist auch wieder eine relativ große Distanz zum Truck Dealer. Zwar ist diese Distanz hier näher, aber hier sind wir wieder relativ nah an Kavala. Von daher werde ich Folgendes machen. Ich werde hier beim Cocaine Progressing irgendwo hier oben meinen Heli parken. Werde dann hier die komplette schöne Strecke erstmal hier hochfahren und Kokain mir holen mit dem Hammett. Dann hier runterfahren und es komplett progressen. Und dann den Hammett hier irgendwo in den Bergen abstellen. Und da dann immer so auf 8-9 Mal werde ich brauchen, mit dem Heli hinfliegen und die Scheiße abholen. Hat halt den Vorteil für mich, wie gesagt, dass, ja, dann eine Fuhre irgendwie wieder 50.000 sind. Das dann mal 8-9, macht 400.000 ungefähr. Aber ich habe es halt nicht auf einmal und damit erspart es mir eine Menge und damit ist das Risiko ein bisschen minimiert, dass mich irgendwelche Bullen aufgreifen. Selbst wenn mich irgendwelche Bullen aufgreifen, dann zerstören sie mir nur eine Tour und nicht mehrere. Und wie wir jetzt sehen, tut noch ein 4. Grad von Kings Join. Das gefällt mir eigentlich nicht so sehr. Aber naja, wir wollen jetzt auch nicht die Pussy vor dem Herrn markieren. Ich hoffe mal, die halten sich in anderen Gebieten auf, die Kings in ihrem Rebellengebiet oder farmen Salz oder was auch immer. Salz ist nämlich komplett im Rebellengebiet. Die Mine ist hier, das Progressing ist da und der Trader ist irgendwo hier. Heißt, die kommen nicht weiter als wie zum scheiß Airport und ich hoffe mal, dass die jetzt einfach um die Uhrzeit das machen. Und ja, dann nicht auf Trolling aussehen, weil um die Uhrzeit sind gar nicht so viele Leute da. Da müssten sie ja viel zu lange suchen oder irgendwo campen, bevor sie irgendwelche Leute abfacken könnten. Und ich glaube mal nicht, dass
ja, warten, denen so viel Spaß macht um diese Uhrzeit, ist man ja lieber eher, wenn der Server voll ist. Also irgendwann ja, in ein paar Stunden wahrscheinlich schon wieder, weil wir gerade ja Sonntagmorgen haben. Ich könnte mal gerade mein Heli da markieren, dass ich den abgestellt habe, weil sonst finde ich den wieder nie wieder. Aber ich habe den eigentlich hier irgendwo abgestellt, also irgendwo bei meiner Markierung auch. Und jetzt laufe ich in Pyrgos rein und hole mir, wie gesagt, ich müsste erst im Landerlaubnis und so fragen. Und es ist gerade nur der eine Rekrut da, von daher ist mir das zu viel Aufwand. Deswegen tue ich den eigentlich immer außerhalb von, vom, außerhalb vom Gebiet stellen und dann immer ein bisschen reinlaufen. Und wie ihr seht, wir sind hier gerade in wir kommen gleich in die Safe Zone, von daher ist dann eh alles gechillt. Hier ist direkt schon ein Haus eingebrochen, das sieht nicht so cool aus. Haben sich vielleicht die Kings ein bisschen ausgelassen. Sache ist, wir haben hier eine Aufnahme am Start. Und damit können die Kings mir erstmal wieder überhaupt nichts, denn wenn wir jetzt hier in der Rebellenzone sind, würden die einen Banngrund liefern, wenn sie mich hier attackieren. Und das wollen die, denke ich mal, nicht. Hier ist auch ganz schön was los. Ich muss gerade erstmal hier ein bisschen meine Audio größer machen, dass ich die ganzen Lutscher da höre. Weil sonst höre ich die wieder alle nicht. Das wäre wieder ultra uncool. Ich mache mal so gerade, dass sie mir nicht auf den Sack gehen. Get the fuck out of Nicht, dass here. der mir was aus dem Rucksack klaut, deswegen renne ich mal einfach weiter. Naja, ich hoffe mal nicht, dass sie mir jetzt auf den Stress gehen. Ich will ja nur ganz kurz ein bisschen was abholen an Kohle. Hi. Oh, warte mal was. Ich bin da. Okay, Dings ist alles da, okay. Hier ist auch einer von Kings, wie ihr gerade seht. Ey. Ha. Gib Doch. meine Waffe her, du Lappen. Dankeschön, Bro. Der hat meine, oder? Oh, das war's mit der Waffen. Nicht die Waffe ab, Kollege, sonst hast du morgen noch einen Bon. Wie wieder? Gib mir die Waffe Die wieder. Waffe ablegen, jetzt muss jetzt so. Ich habe außerdem eben gerade eine Aufnahme am Laufen, die direkt an Admin geht, wenn du mir nicht die Waffe sofort wiedergibst. Haha. Later, Kid. Geht doch. Ja, ich bin ein Spatzenkiddy, ey, der hat schon auf dem Krankenhaus die Leute geklaut. Und sein Magazin liegt da vorne. Liegt kein Magazin. Sein Lasermodul. Was sollen wir jetzt machen? Warten. Mehr auf. Was war's denn? Get the fuck out of here! Ey, yo, Bruder, nicht zu schreien. Ihr könnt auch gemütlich einen rauchen mit mir, ist doch kein Problem. Ich gebe euch was ab, wartet kurz. Ja, Leute, hier ist einer, der garantiert auf Streit aus ist, wie ihr gerade gesehen habt. Hat mir die Waffe hat. Ich habe gerade auch nicht so viel kommentiert, weil hier gerade die Action abging. War wieder so ein kleines Kiddie. Ich schätze mal durch Pete's Meat. Ich meine, ich mag Pete's Meat auch, aber ja, was die immer so eine kleine Lutscher hinter sich herziehen, geht einem extrem auf den Sack. Einer von Kings war auch da, der hat ihn auch direkt zurechtgewiesen. Ja, weil es im Endeffekt. Oh, das wird wahrscheinlich der eine von Kings sein, der Heli. Weil er, wie gesagt, wie ich auch gerade eben direkt gesagt habe, dass ich eine Aufnahme am Laufen habe und die direkt an den Admin geht. Und das ist auch so, weil das ist Safe Zone, da darfst du nicht in klauen, was auch immer, ist alles verboten. Außerhalb ist es erlaubt. Ich bin jetzt außerhalb, heißt, wenn jetzt irgendjemand kommt, zum Beispiel der Kings-Typ, der da war, dann hätte er einen Grund, mich zu ficken. Aber hier, wie gesagt, ist das nicht erlaubt. Das ist der Grund. Ich habe es dem Typen auch direkt gesagt, nachdem ich den richtigen Channel gefunden habe, dass ich eine Aufnahme laufen habe und die sonst am Admin geht und einen direkten Bann haben wird. Was die logische Konsequenz ist. Jo. Das ist, denke ich mal, so, wie es auch sein muss.
Das sind nämlich immer so kleine Kiddies hier, wie ihr gesagt habt, die auf einen Hör, was warten wir, hör, die ein bisschen mit Kings jetzt rumlaufen wollen, um sich cool zu fühlen, weißt du? Aber auf so, genau, wenn solche Pisser wieder da sind, muss man eigentlich aufpassen. Und jetzt habe ich natürlich die Hammett-Action gleich, was eigentlich sogar ein bisschen zu scheiße, ja, scheiße wird, weil, wenn eben Kings da ist, Kings fackelt, die halten sich an die Regeln, 100%, aber die halten sich halt eben auch, ja, die halten sich zwar 100% an die Regeln, aber, ja, genau, aber außerhalb der Safe Zones und so weiter und so fort, sind sie wie ein Stück Scheiße zu allen anderen Leuten. Und das ist so das kleine Problem, was man hat, mit den Kings. Aber ich meine, da war der jetzt ganz, bevor ich überhaupt noch angedroht habe mit du wirst gebannt, hat er schon angedroht mit, du hast sonst morgen einen Bann, wenn du nicht die Waffe zurückgibst. Und ich meine, das ist natürlich, hatte dann in dem Punkt gerade für mich gesprochen, der Kings-Typ, aber nur weil die Kings sich, wie gesagt, sonst könnten die gar nicht so lange auf dem Server bleiben. Die halten sich, wie gesagt, sehr an die Regeln, aber halt eben nur genau an die Regeln, und alles, was danach außerhalb der Regeln erlaubt ist, das machen sie auch. Und deswegen muss man da immer ziemlich hart aufpassen. Natürlich, die Kings mich mit dem Hammett irgendwo außerhalb erwischen, dann wird der relativ schnell weg sein. Da der auch beim Job verkauft werden kann. Und ja, das wird auf jeden Fall nicht so geil, aber es wäre eine Möglichkeit. Und wie gesagt, die kleinen Kiddies sollen ja ein bisschen mit den großen Kings mitspielen. Was man da wieder gemerkt hat, weil, oh, wie lange warten, oh, voll öde. Ja, das sind eben Leute, die einfach nur nerven wollen. Diese kleinen Kiddies gehen einem hier wirklich auf den Sack. Meine Kings sind keine Kiddies, das sind alles große, aber die geben sich anscheinend mit Kiddies teilweise ab. Und das ist so eine Sache, die finde ich nicht so geil. Ja. Ich meine, ich habe dem jetzt erstmal direkt gezeigt, was hier los ist, weil das ist einfach, und ich glaube, sogar der andere Kings hatte den beleidigt als Assi, oder ich weiß nicht, ob das Winner ihn beleidigt hat, aber mich würde er bestimmt nicht beleidigt haben, weil er kennt die Regeln. Aber er wird den anderen direkt als, ich glaube, dieser eine andere, der auch noch, also der eine nicht von King, der auch noch da war, hat ihr direkt gesagt, dass das ein Spasti ist. Naja, aber er hat mir meine Waffe und meine Aufsätze wiedergegeben. Ansonsten hätte ich ihn auch hart gefickt. Oder ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Aufsätze wieder habe, ist mir auch scheißegal. So, wenn jetzt soll er einen 5000 Euro Aufsatz behalten, ist mir eigentlich relativ scheißegal. Hauptsache, ich habe die Grundwaffe wieder, weil die kostet mir einfach zu viel. Wie gesagt, werde ich gleich nochmal gucken, ob der mir nicht doch noch irgendeinen scheiß Aufsatz behalten hat. Auf jeden Fall, die Magazine hatte ich noch. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, die Magazine, sagen wir mal so. Der Rest ist eigentlich relativ scheißegal. Und ganz davon abgesehen, darf er diese Waffe ja gar nicht besitzen, weil es eine Donator-Waffe ist. Und er höchstwahrscheinlich kein Donator ist, weil, who the fuck, der wird nicht 10 Euro im Monat von seinen 20 Euro im Monat Taschengeld, dieses kleine Kiddy hat, wird er nicht für so ein Spiel ausgeben können, wenn er noch, ja, sich überhaupt erstmal das Grundspiel leisten muss. Ich werde hier gerade gleich nochmal ein bisschen rüberfliegen, nochmal ein bisschen tanken. In einem 100 Meter Radius zu einem Donator-Shop oder was auch immer ist Safe Zone, aber der die Fuel Station ist eben nicht der 100 Meter Radius, sondern die Fuel Station ist schon wieder außerhalb des Radius. Was dann natürlich wieder ein bisschen scheiße ist. Ja klar, und mit Kings habe ich irgendwie auch keinen Bock auf Stress, weil klar, diese Kiddies, die gehen mir auf den Sack, aber Kings, das ist, auch wenn man hier auf dem Server sagt, die sind, Kings ist nicht mehr so mächtig, aber sie sind auf jeden Fall noch mächtig genug für mich und auch mächtig genug für mich und Pierre. Und das ist das, was zählt. Ob sie jetzt im Vergleich zu irgendwelchen anderen Leuten mächtig sind, ist natürlich eine andere Sache wieder. Aber wir scheißen uns schon teilweise in die Hose und machen irgendwie so einen auf Stress und so. Aber naja, auch nicht immer. Das ist die Sache. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach, ob da noch irgendein scheiß Aufsatz gefehlt hat. Aber ich glaube nicht. MRCO und ein Magazin ist drin. Aber ich hatte noch irgendwas anderes. Laserpointer, ne? Lutsch hat mir doch auch was gezogen. Ich wusste es aber nicht direkt. Mehr deswegen, naja, scheiß drauf. 5000 Dollar ist jetzt, obwohl 5000 Dollar ist die Welt. Weil, stimmt, 5000 Dollar ist wirklich die Welt, weil ich habe die 5000 Dollar nicht. Obwohl ich habe hier immer noch den einen Aufsatz. Aber ich habe anscheinend keinen Laserpointer mehr und das ist schon die Welt, weil ich glaube, ich habe nur genau, obwohl 5000 kann ich mir dann noch leisten für den Aufsatz. Naja. Wie gesagt, wenn der Hammett weg ist, habe ich erstmal wieder tierische finanzielle Probleme, aber naja, damit muss man leider rechnen hier auf dem Server. Ist halt leider so. Ich muss jetzt auch erstmal mein Vehikel ein bisschen auftanken, von daher habe ich die Kohle eigentlich nicht. Und werde sie auch natürlich jetzt gerade nicht investieren, weil, ja,
Komm, YOLO, scheiß mal auf den scheiß Aufsatz. Ich nehme jetzt erstmal hier gut 5000 und Deposit, nee, Withdraw, ich mach's jedes Mal noch falsch, obwohl ich so oft drauf bin. Und boah, da wurde aber jemand richtig hart gefickt. Ja, ich nehme es jetzt wie gesagt mal vom Bank-Account runter und werde den Heli erstmal gerade damit auftanken. Aber die Waffe ist immer noch gut, um jemanden in die Fresse zu schießen, sagen wir es so auf jeden Fall. Das ist mir auf jeden Fall klar. Meine klar, der kann jetzt kurz einen machen auf ich bin cool. Sache ist, du machst halt nichts, weißt du, du musst ja wirklich kurz draufklicken und irgendwas am Market kaufen oder so. Und da sind halt die Kiddies und kommen von hinten an und gehen dir auf den Sack, weißt du. Kannst du nicht viel machen, außer dann androhen von Bann, weil ich war ja eindeutig in der Safe Zone. Naja. Wenigstens die Sprache verstehen sie noch. Und ich meine, der Kings Pro Typ hat ja direkt gesagt, Junge, du hast morgen Bann, wenn du das nicht dem wiedergibst. Von daher, ja. Noch bevor ich es gesagt habe, weil ich jetzt im falschen Chat gesprochen habe. Scheiße. Ah, es passiert immer mal wieder, dass man aus Stress im Zivilisten-Chat redet, wo dann, ja, weil man ja quasi, wenn man was schreibt, im Zivilisten-Chat schreibt. Das kann ja immer mal passieren. So, Heli, wie gesagt, muss ich dann noch woanders hinbringen. Aber ich werde ihn jetzt erstmal hier von dem Ladeding runternehmen, weil, ja, Ladeding, ne? Hier könnte auch sein, dass hier irgendjemand anders, also Tankding, kann auch sein, dass hier nochmal irgendjemand anders hinkommen will und seinen Heli auf tanken will. Was ich jetzt kurz markieren will, ist mir einmal das Kokain-Processing hier oben irgendwo. Weil hier will ich den Heli ja parken und das ist wie viel Kilometer entfernt? Moment. Hallo, zeig mir das mal an. 3,6. Das ist ein bisschen weit. Das muss ich mal gucken, wie ich das mache. Mit den Heli dahin zu bringen und dann noch mit dem Hammond hinzufahren, weil ansonsten müsste ich mich ja ausloggen und einloggen und das ist scheiße. Und hier herlaufen 3,6 Kilometer ist auch ein bisschen scheiße. Deswegen, irgendwas muss ich mir da überlegen. Was mache ich ja? Komme ich hier irgendwie dran vorbei beim Farmen? Nee, ne? Nee, ich muss hier wieder durch die scheiß Stadt durch, wo mich wieder irgendwelche Wichser überfallen könnten. Ja, da muss ich irgendwie mir was überlegen. Ich muss auf jeden Fall einmal diese Scheißstrecke laufen. Und, ja, laufen ist nicht so cool. Wie mache ich das? Wie gesagt, der Server sind auf jeden Fall dadurch, dass Spiels mit hier gespielt hat, sind verdammt viele Leute, die einfach nur auf Trollen und Stress machen aus sind. Und nicht auf wirkliches, ja, Roleplay oder wie man es immer nennen möchte. Naja. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal dahin fliegen. Das werde ich euch noch mit, mit antun, denn es wäre so. Und danach werde ich dann die 3,6 Kilometer laufen müssen, liebe Leute. Das wird auch nochmal, keine Ahnung, bestimmt 20 Minuten dauern. Aber das gibt natürlich dann einen riesen Cut. Ich sag klar. Und, ja. Soweit ist das, denke ich, auch zu verstehen. Ist ja klar, dass ich das nicht so durchlaufen lasse. Ich bin bei 377.000. Bank Insurance habe ich auch, falls da irgendwer ankommt. Ist also, wie gesagt, alles gedeckt. Und geht schon klar. Ich werde jetzt auch nochmal gerade da landen, die Türen zumachen und alles Mögliche gucken, dass da niemand ist, der mich nougatten könnte. Sagen wir es mal so, weil ich habe hier keinen Bock eigentlich auf Stress mit irgendwelchen anderen Playern. Fremdworte benutzen und so. Aber das ist nicht so mein Ziel auf Konfrontationskurs. Ich meine, klar, man nimmt bei einer Androhung von einem Bann, geht schon klar, aber so generell habe ich da nicht so Bock drauf auf Stress. Wo man leider hier ziemlich alleine ist, wenn man ab und zu mal, wenn man irgendwie so die Intention hat, keinen Bock auf Stress zu haben, ist man hier leider ein bisschen alleine. Weil, ja, die meisten suchen hier anscheinend Stress. Die Cocaine-Ding ist da unten anscheinend. Nee, die ist nicht da unten, die ist irgendwo da hinten. Ach, die ist da hinten, ne? Da ist immer noch alles wie vorher. Okay, wir werden unseren Heli hier unten parken. Aber wie gesagt, hier unten ist alles ein bisschen Gefälle, deswegen werde ich da rüberfliegen und hier den Heli hinstellen. Und da ist nicht so viel Gefälle und ich habe keinen Bock auf Gefälle, ernsthaft. Wenn ich ja wieder die ganze Zeit da 5000 Mal mit dem Heli starten muss, habe ich keinen Bock, mich da nur ein einziges Mal auf die Fresse zu legen, habe ich eigentlich null Bock zu. Weil das könnte mich so ein bisschen nerven. Und erstmal muss sich gerade, wie gesagt, den dicken Schwanz raushängen lassen mit, ich habe eine Aufnahme laufen. Du kleiner Pupu-Kind. Du kleines Pupu-Kind. Ich muss ja schon mal grammatikalisch noch richtig bleiben. Ich muss auch gucken, dass ich den Hammond dann irgendwohin abstelle, wo der nicht so offensichtlich ist. Das ist auch mein Problem. Nein. Nicht mit dem Heli abschmieren. Puh.
Warum ich jetzt hier gerade so rumdoktore, ist ganz einfach, dass ich mir einen guten Spot suchen muss, wo ich auch mit dem Heli easy landen kann und gleichzeitig den Hammond gut verstecken kann. Das ist wirklich ein kleiner Zwiespalt, dass man hier beides gut kann, weil klar, Berge kann man gut Hammonds verstecken, aber ich muss hier auch noch safe landen können und das ist die nächste Sache. Und ich muss ja auch mit dem Hammond dann eigentlich safe an diese Position kommen können. Klar, ich werde den Hammond dann wahrscheinlich da stehen lassen und hoffen, dass den da keiner findet bis 12, wo der nächste Restart ist. Dann ist er ja eh wieder in meiner Garage. Von daher hoffen wir mal das Beste. Ich hoffe mal, dass hier ist eine gerade Fläche. Es sieht mich ein bisschen aus wie eine gerade Fläche, also relativ tief. Und obwohl, das ist keine gerade Fläche, glaube ich. Komm, geh runter. Runter. Ich sehe immer noch nicht, ob es eine gerade Fläche ist. Wie gesagt, jetzt sehen wir es gleich. Ja, hier ist eine absolut gerade Fläche. Okay. Hier können wir auf jeden Fall aussteigen. Wir haben noch genug Wasser, um... wir haben uns ja jetzt genug gekauft. Ich werde jetzt auf jeden Fall alles mitnehmen, was wir hier haben. Wir haben... Moment. Ja, genug Wasser auf jeden Fall. Und wir haben auch genug zu essen. Rabbit Meat kann man immer mal essen, wenn man hier so auf 100 hoch will. Okay. Wie gesagt, Heli ist hier. Das muss ich... Ja. Da muss ich mir leider irgendwie merken, weil... okay, hier geht's Richtung Cocaine. Weil das die ganze Zeit markiert zu haben, werde ich nicht drauf klarkommen. Aber ich habe mir ein Blatt vorbereitet, wo ich mir die Koordinaten aufschreiben kann. Das ist ja ganz gut. Und zwar ist es 077132 und jetzt nochmal 201 Meter. Was ich jetzt machen werde, wo ich euch auch noch dabei, quasi mit dabei haben werde, ist einmal noch hier runter zu laufen. Wie ich gerade sehe, sind wir ja bei 21 Minuten. Aber das werde ich jetzt noch in der Folge machen und dann werde ich... Geht es dann ab zur nächsten Folge, nach dem nächsten Cut. Wie gesagt, Koordinaten habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Ich laufe jetzt runter zu Cocaine Progressing, mache da kurz die Türen zu, dass ich sehe, wenn da jemand war, wenn ich mit dem Hammond ankomme. Ja, so ungefähr. Und ja, hoffe dann mal, dass alles so klappt, wie es will. Es wird wahrscheinlich nicht so klappen, wie es will, aber passiert halt, ne? Vor allem, weil so Trollkiddies online sind. Ich hoffe ja mal, dass die wirklich da bleiben, wo sie hingehören, und zwar in Pyrgos oder bei irgendwelchen Kings-Leuten. Und die Kings-Leute gehen hoffentlich mir nicht auf den Sack, weil da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und die Kings-Leute haben halt leider auch Helis und sowas, ne? Also ich bin da schon manchmal ein bisschen schisserig, was das angeht. Aber ich sag's mal so, ja, ist schon nicht so schlimm, muss man sagen. Es geht schon klar. Ja. So. Ich muss mal meine Soundeinstellung gerade ein bisschen lauter machen, weil ich bin jetzt hier am Rumlaufen. Dann kann ich es mal wieder ein bisschen lauter machen. Vor allem mache ich hier kein Heli-Action gerade. Und ich werde sehr lange keine Heli-Action machen, von daher... geht es ja klar. Und wie ihr seht, wie schnell ich bin, werdet ihr wissen, wie lange es dauert, die 3,6 Kilometer zu latschen. Klar, die 3,6 Kilometer sind keine Steine und so ein Scheiß dazwischen. Ich muss dann auch erstmal den Hammond von dem Cocaine Progressing die 500 Meter hier durch die Berge kriegen, ohne dass ich Unmengen an Schäden mache. Das ist natürlich klar. So, wir haben 95 Essen und 100 Wasser, das geht ja klar. Wir werden auch wahrscheinlich ein bisschen mehr verbrauchen, um ein bisschen schneller zu rennen, immer mal wieder. Denn wenn man mit dem Trinken relativ weit unten ist und dann wieder mal ein Schluckchen trinkt aus dem Wasserfläschchen, dann geht es schon wieder relativ gut und schnell. Das ist, wie gesagt, auch eine Sache. So. Ich könnte jetzt eigentlich mal das Cocaine-Progressing gerade richtig markieren, denn ich bin ungefähr 500 Meter war ich von hier, entfernt jetzt nochmal 500 Meter. Das ist, wie gesagt, gut ein Kilometer weg, aber ein Kilometer war so das, was ich eingeplant habe. Weil ich will ja auch nicht, dass es gesehen wird. Und da, wo es ist, wird es nicht unbedingt gesehen. Und das ist eigentlich ganz gut. Ich laufe jetzt mal hin zum Cocaine Progressing und werde dann gucken, ob da irgendwelche Leute sind. Und werde die notfalls einfach, ja, umbringen. Nein, Spaß. Werde, keine Ahnung, irgendwas mit denen anstellen. Aber wie gesagt, da ist nur eine Tür auf, soweit ich das sehe. Ne, da sind beide Türen auf. Ne, nur eine, glaube ich. Nur die linke. Die linke hatte ich eben gerade mit dem Heli noch aufgemacht, wo ich hier aber bei der letzten Tour war. Ja. Aber was halt für mich der Hauptstichpunkt sein wird, ist die Hauptstraße, wo ich kurz rüber muss. Zwischen dem Cocaine Progressing, da muss ich über eine Hauptstraße ganz kurz. Und die muss ich jetzt auch beim Losfahren, muss ich auch nochmal an ein paar Ortschaften vorbei, vom Donator Shop aus quasi. Und das wird so ein bisschen der Stichpunkt, würde ich mal sagen.
wo es dann ein bisschen, ja, heftig wird. Aber ich sag mal so, abseits von Hauptstraßen dürfte mir eigentlich nicht so viel passieren. Um die Uhrzeit mit, keine Ahnung, wie viel sind es? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Spielern drauf. Davon halt, klar, 3 oder 4 Kings und noch so Wannabe Kings. Ja, gut. Ist schon in Ordnung. Ich hoffe mal, dass es klappt. Das wäre sonst ziemlich scheiße. Aber ich mache ja nicht umsonst so einen relativ unbedeutenden Rohstoff an Kokain, wo kaum einen interessiert. Außer den einen Recruit, den könnte es vielleicht interessieren, aber naja. Die kontrollieren ja meistens auch nur an den Hauptstraßen. Von daher ist mir das relativ latte wie Nougat. Ja, komm, mach die Tür zu. So, danke. Jetzt ist die Tür nämlich zu und jetzt weiß ich nämlich Bescheid, wenn da irgendeine Tür auf ist, weiß ich Bescheid, wenn ich hier nächstes Mal ankomme, dass irgendeiner war mit, was wollte ich sagen? Genau, dass das irgendjemand war, der verarbeitet hat. Ich würde an der Stelle noch sagen, ich mache hier den Cut. Die Folge ist vorbei heute, 25-Minuten-Folge. Und ja, in der nächsten Folge seht ihr dann, wie die ganze, in die nächsten Folgen, denke ich ja mal, seht ihr dann, wie es weitergeht. Also haut rein, bis dann, ciao.